Das Werner-von-Siemens-Gymnasium in Magdeburg zählt mit seinen 500 Schülern eher zu den kleineren öffentlichen Bildungseinrichtungen. Dementsprechend fehlt es oft an Geld, um zum Beispiel den Schulhof ansprechender zu gestalten. Doch diese beiden Mädchen wollen das nun ändern. Die Geschwister Claudia und Melina Groß haben sich nämlich beim bundesweiten Wettbewerb Pimp Your School angemeldet. Dort wird die beste Idee zur Umgestaltung des Schulhofes mit stolzen 10.000 Euro unterstützt. Und bisher stehen die Chancen für die beiden gar nicht so schlecht. Momentan sind wir auf dem Platz 3 und da fehlt uns nicht mehr sehr viel zu Platz 1. Und deswegen bräuchten wir noch weitere Stimmen für uns. Ja, also wir hoffen auf Unterstützung von externen Leuten, die vielleicht nicht unbedingt hier Schüler sind, weil auf dem Wettbewerb sind sehr große Schulen auch vertreten, die über 1500 Schüler haben, und da sind wir als kleine Schule mit 500 Schülern eher arm dran, und deswegen hoffen wir, dass uns ganz viele Leute auch extern unterstützen. Und wie geht das Ganze? Einfach auf die Homepage www.pimpyourschool.de gehen, das Werner-von-Siemens-Gymnasium auswählen und per E-Mail oder Facebook eine Stimme abgeben. Ideen hat das Geschwisterpaar genügend. So soll es ein neues Forum geben, ein buntes Leitsystem und vor allem viel Grün, um das Alltagsgrau zu vertreiben. Das alles wurde auch schon grafisch und in einem YouTube-Video für den Wettbewerb festgehalten. Unsere Schule hat ein sehr schönes und neues Schulgebäude. Jedoch gibt es auf dem Schulhof einige Mängel. Er ist etwas grau und trist, und außerdem gibt es nicht genug Bänke. Und die wenigen Rasenflächen werden bei Regen matschig. Wir Schüler haben bei Regen keine Möglichkeit, uns draußen unterzustellen. Das wollen wir ändern. Die größte Mühe war eigentlich nicht das Erstellen des Videos oder das Schreiben der Arbeit, sondern das Hauptsächliche war echt das Werbung machen. Ach so, ja. Und die Plakate entwerfen, überall aufhängen. Zwar haben Claudia und Melina schon überall in der Schule Plakate aufgehängt, doch um den Wettbewerb gewinnen zu können, brauchen sie auch die Stimmen von allen Magdeburgern. Bis zum 29. Mai haben sie also noch Zeit, einen Teil der Landeshauptstadt zu verschönern. Und wir hoffen, dass ihr uns dabei hilft, diesen Traum zu verwirklichen und fleißig für uns votet. Genau, ihr habt ja gerade gesehen, das war der Beitrag vom Fernsehsender MDF1, und wir freuen uns riesig, dass wir diesen Beitrag bekommen haben, dass wir dieses Interview und so führen durften, und ich hoffe, dass euch der Beitrag auch gefallen hat. Ich muss hier mal sagen, das ist also wirklich nicht meine Arbeit, sondern das haben die vom MDF1 gemacht, und das ist, finde ich, sehr schön geworden. Vor allen Dingen ist es so das erste Mal, dass ich im Fernsehen bin mit meiner kleinen Schwester, und wir haben jetzt den Hashtag Fernsehstar. Also ihr dürft mich jetzt nur noch mit sie ansprechen. Nein, okay. Genau, und ich würde gerne mal wissen, wie ihr den Beitrag findet. Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon mein Video dazu gesehen. Ich würde euch mal fragen, ob ihr Fernsehen guckt und wie ihr das empfindet oder empfinden würdet, im Fernsehen zu sein. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen, auch wenn es wieder Werbung ist für meinen Wettbewerb. Aber ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so böse. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!